Und unser Reporter Daniel Koop hatte die Gelegenheit, sich heute im Krisenstab des Landkreises Heinsberg umzusehen und den Landrat zu den aktuellen Sorgen der Anwohner zu befragen. Ja, wir haben jetzt die Möglichkeit, uns mal die Arbeit vom Krisenstab hier in Heinsberg anzuschauen. Seit 9.30 Uhr sitzt man hier auch wieder am heutigen Morgen zusammen. Ganz am Anfang, da gab es sogar 3 Sitzungen am Tag. Und jetzt haben wir gehört, dass man momentan immer noch 2-mal am Tag zusammensitzt. Und ja, hier läuft alles so ein bisschen natürlich zusammen. Und was hier gerade abläuft, darüber kann uns der Landrat sicherlich sehr viel sagen. Herr Pusch, was wird hier gerade besprochen? Wie ist die Situation momentan im Epizentrum? Ja, Sie müssen sich das so vorstellen, hier laufen also alle Informationen aus verschiedensten Bereichen zusammen. Wir haben ja verschiedene Fachbereiche, die hier sind. Da geht es beispielsweise darum, wie ist die Situation in den Schulen? Im Moment stehen Abi-Vorklausuren an. Können wir die durchführen? Können wir da eine Ausnahme machen bei der Schulschließung? Das sind ja wichtige Fragen. Wie sieht es in den Arztpraxen und Krankenhäusern aus? Sind die ausreichend mit Material versorgt? Also Sie haben eine ganze Menge an praktischen Fragen, die wir hier diskutieren. Es laufen auch sehr viele Anfragen natürlich der Bürger auf. Was ist mit meinem Verdienstausfall? Ich muss zu Hause bleiben, weil ich die Kinder betreuen muss. Arbeitgeber melden sich bei uns. Es sind eine ganze Fülle auch von praktischen Problemen, die wir hier besprechen. Wir sind zwar nicht für alles zuständig, aber wir versuchen weitestgehend hier auch als Krisenstab Handlungsinformationen zu geben. Um den Krisenstab rum, das ist jetzt nur sozusagen der Kern, haben wir ganz viele Mitarbeiter in der Telefonhotline sitzen, im Gesundheitsamt sitzen 50 Mitarbeiter noch, die mit nichts anderem beschäftigt sind, als Kontaktpersonen zu ermitteln, Handlungsempfehlungen zu geben. Also das müssen Sie sich vorstellen wie so ein Bienenhaus und hier ist sozusagen die Zentrale. Ja. Wie muss ich mir denn das öffentliche Leben momentan in Heinsberg stattfinden? Ist da wieder ein bisschen Normalität eingetreten oder sind wir da noch weit weg von entfernt? Also ich habe ja mal gesagt, die Angst ist manchmal da am größten, wo man am weitesten weg ist, wo man kein konkretes Bild hat von dem, was stattfindet. Ich würde die Situation mal so beschreiben. Die Bürger lassen so viel Vorsicht wie möglich walten, aber die schießen nicht übers Ziel hinaus. Das heißt, das ganz normale öffentliche Leben, mit Ausnahme von Schulen, Kindergärten und auch, jetzt sage ich mal, größeren Veranstaltungen, findet natürlich statt. Ne, die Leute müssen einkaufen, die Leute müssen zur Arbeit fahren und das findet natürlich statt. Also ich glaube, dass die Leute hier sehr normal und auch sehr gefasst, aber auch sehr realistisch mit der Situation umgehen. Mehr als 280 Menschen haben sich ja hier infiziert. Gehen Sie davon aus, dass die Zahl noch weiter steigen wird? Ja, also wir haben gerade auch noch mal diskutiert, dass wir seit Donnerstag ja keine Testergebnisse mehr reinbekommen haben, keine aktuellen. Das heißt offensichtlich, vielleicht auch, weil jetzt viele im Lande testen. Wir sind ja nicht der einzige betroffene Landkreis, sondern das schwappt ja jetzt quasi gerade über Nordrhein-Westfalen weg. Ganz deutschlandweit haben wir ja auch zig Epizentren, wie Sie das eben mal gesagt haben. Wir gehen davon aus, dass natürlich jetzt, wenn wir dann die Testergebnisse von 4 Tagen oder 5 Tagen auf einmal reinbekommen, natürlich ein Anstieg da sein wird. Ne? Wie groß der sein wird, da will ich jetzt nicht drüber spekulieren. Sagt der Landrat vom Landkreis Heinsberg, ganz herzlichen Dank. Wir lassen Sie jetzt wieder arbeiten. Also das waren, glaube ich, sehr interessante Einblicke, wie das alles auch so hinter den Kulissen hier abläuft. Und ja, mit diesen Informationen zurück zu euch nach Berlin.